So Leute, da bin ich wieder und wir kommen in Part 9. Wer Part 8 nicht gesehen hat, eine kurze Auffrischung. Wir haben zwei Level geschafft, haben eine neue Psi-Power erhalten, wenn ich es euch zeigen kann, zeige ich es euch sofort. Hier, Eistee. Kostet 10 PP und gibt allen Gegnern, die ich habe, also wenn auch wenn wir vier Gegner haben, gibt jedem ungefähr so, 100, so 50 bis 100 Schaden. In etwa. Ganz stylisch, muss ich sagen. Wir haben ein paar Sachen bekommen von Kindern, die wir gekillt haben und haben einen Butterfly da oben so ein Ding berührt, was uns vollständig geheilt hat und uns auch Maximum PP gegeben hat. So, Arschtritt, zack, vorbei. Wunderbar. Und ja, wir sind sehr guter Dinge und erkunden jetzt mal mehr die Höhle. Das wollte ich im optionalen Part nämlich noch nicht machen. Denn das wäre etwas von der Hauptstory. Ich wollte jetzt nur leveln, ich bin nur zwei Level gelevelt, hab 30 AP bekommen, ich glaube 5 oder 10 PP dazu. Ich meine, es waren... Hilfe! Waren 5 oder 10, ich schieß vor dem, 5 oder 10 PP, ich weiß es nicht ganz genau. Und ja. Hier gönne ich dieses zerfledderte Haus, was auch immer die hier gemacht haben. Ich will es mir bei den beiden Gaylords gar nicht vorstellen. Und guck mal, wie weit wir kommen. Da habe ich gerade Vögel gezwitscher in einer Höhle wie dieser gehört. Ich hoffe, dass er jetzt nicht mehr folgt, weil ich hier eigentlich... Fucking hell. Okay, kommt her, Leute. Kommt her, kommt her. Okay, er ist hier recht. Dürfte eigentlich nicht so lange dauern mit den Rolling Mouses. Die gingen eigentlich ganz gut. Und... ja, wenn die nicht gerade ihren Smash-Hit mit 16 oder 17 Damage machen, sind die eigentlich gar nicht mehr so ultra. Wie gesagt... gar nicht so, das ist gar nicht so schwer jetzt. Und man merkt wirklich, wenn man sich mal eine Viertelstunde, 20 Minuten hinsetzt, dass wenn man dann ein bisschen levelt, dann man selber sehr viel stärker wird. Also Damage-mäßig, das ist normaler Damage für eine Rowdy Maus. Normalerweise bei einem Smash-Hit zieht die mir 15, 16, 17 ab. Aber man merkt schon, dass man HP-mäßig steigt. Bei zwei Levels sind es 15 HP, das ist meiner Meinung nach ein bisschen sehr viel. Zumindest jetzt, wo ich noch sehr wenig habe. Und Leveln geht eigentlich ziemlich schnell. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt noch brauche bis Level 10. Knappe 300. Ja, komm, du auch noch. Das sind aber viele Rowdy Maus, muss ich sagen, von Engel. Und ich hoffe, ich kann mich von dem Endboss nochmal komplett heilen. Mit PP. Und die Gegner respawnen. Und ich kann auch ganz schlecht um die rumlaufen. Aber bisher haben wir nur 3 HP verloren bei 3 Mäusen. Das ist ganz gut. Würde ich mal so sagen. In der Höhle waren wir oben drin. Hier ist wahrscheinlich wieder eine Rowdy Maus. Und ein Butterfly. Juhu. Dann kümmern wir uns mit unseren 5, die wir haben. Obwohl, kommt Leute, ich zeige euch mal ganz kurz Psi-Eistee. Just for the second. Das hier ist Psi-Eistee. Ich finde übrigens sehr geil, dass ich eine Eisattacke habe. 103, wie gesagt. Normalerweise, wenn du noch rechts eine Maus wäre, links eine Maus wäre, ja, würden die auch alle 100 kriegen. Komm her! Komm her! Komm her jetzt! Komm her! Ich muss meine PP wieder reinholen. Hier. The Magic Butterfly made Ness relax. Und wir haben nicht HP dazu bekommen, aber PP. Oder? Ich will sie nicht heraufbeschwören, aber ja, PP haben wir wieder zubekommen, aber keine HP. Naja. Ich konnte euch aber dadurch die Power des Magic Eistees zeigen. Hier ist nichts drin. Aber jetzt sind wahrscheinlich wieder Gegner. Nein, sehr gut. Wir klettern hier hoch. Und da oben ist auch schon die nächste Rowdy Maus, die von uns in den Arsch getreten werden will. Diese besoffenen Schweine. Und diese riesig roten Nase. Die da komischerweise nicht haben. Und zwar nicht mal im Ansatz. Jetzt kassiere ich natürlich einen Smash. Das war sowas von klar. Ja, 3 ist ja okay. Na komm. Oh, are you kidding me? Jetzt? Auf einmal, wo ich den Butterfly geschnappt habe? Verarsch mich doch nicht. Aber ihr seht, wenn die 2-3 Treffer landen, dann kostet uns das schon gut die Hälfte der Leben. Und... fucking hell. Und ich sag mal so, die lebenserweiternden Sachen sind bei... Fuck.
erstmal um die Rowdy Maus muss sein. Genau aus dem Grund. Und wo war ich stehen? Und ja, sich selber heilen geht ganz gut mit der PP-Attacke. Also mit Life of A. Aber sobald die PP durchs. Das, was ich jetzt machen muss, hier nicht gerade, dass das Vieh mir so viel abzieht. Oh, come on. Kidding me. So leicht kann sich das Blatt wenden, muss ich sagen. Komm, stirb. Stirb einfach. Stirb. Sehr gut. Ja, du kommst wahrscheinlich hier vorher, just missed. Aber ich finde es witzig, wie. Ja, gut. Wie einfach ich jetzt auch heute sterben können. Wäre die Rowdy Maus nicht gestorben, wäre ich tot gewesen. Glück gehabt. So langsam geht ihm auf die Eier, ey. Ich werde schon seit 6 Minuten drehen und habe noch keinen Goodie gefunden. Geil, ich bin ausgewichen. Und habe mir jetzt mit Arsch getreten. So, wie viel halten die Rowdy Maus denn aus? 30 halten sie auf jeden Fall aus. Aber 59 dann wieder nicht. Sehr gut. You won, I know. 30 XP. Wie viel brauchen wir noch bis zum nächsten Level Up? Status. 55, gut. Ich hatte es auch schon immer optional im Part angesprochen. Ich nähere mich dir. Aber wenn einer von euch weiß, warum manche Profile bei YouTube nur Videos bis 15 Minuten noch laden können und manche über 15 Minuten, dann sagt es mir. Ich weiß es nämlich nicht. Und ich und mein Let's Play Partner, Let's Play Chris, rätseln auch schon etwas länger durch. Im Übrigen habe ich mir genau vor 2 Stunden einen Adapter gekauft, mit dem ich auch aufnehmen kann von Konsolen und so. Und cool. Und auch Xbox 360. Und ich schätze mal, dass es bald irgendwann Level 10. Wieso kommt alles auf einmal jetzt? Machen wir es, ich rede gleich weiter. Götze, the one. Maximum P hoch um 3. Maximum PP um 1. The Power of Healing, ey. Wo ist bitte der Unterschied zwischen Healing und Life Up, ey? Ah, okay. Cool. Und ich werde wahrscheinlich dann parallel zu Earthbound irgendwann auch mit Resident Evil anfangen, wenn ich alles installiert und sowas habe. Aber das nur als Ansage für zwischendurch, für bald irgendwann. Let's open the presents. There is a cold. Remember inside. Was ist das denn? Ich schätze mal sowas, was mich von. Help. Ah, okay. Quasi sowas wie Paraheiler für Pokémon oder so. Oder Eisheiler oder was auch immer. Are you kidding me? Komm ich da so hoch? Komm ich da so hoch? Komm ich da so hoch? Wahrscheinlich nicht. Tja, Arschkarte für mich. Ich möchte gegen die Rowdy Maus kämpfen. Wie gesagt, da ich mir jetzt den Adapter gekauft habe, ich werde wahrscheinlich da noch ganz, ganz viel an Einstellungen machen müssen und an Rumtesten machen müssen. Aber so, dass es für euch, dass ihr Bescheid wisst, dass ich daran arbeite und dass ihr vielleicht Ende April, ich weiß es nicht, auf jeden Fall mit. Da kommen die Black Eye noch dazu. So eine Scheiße. Dann kriegen wir erstmal das. Dass ihr dann mit besseren oder ich sag mal mehr Let's Plays auf jeden Fall rechnen könnt. Dass ihr auf jeden Fall dann mit mehr rechnen könnt. Ich werde wahrscheinlich mit Resident Evil 1 die Remake anfangen. Und ich kill deswegen jetzt die Blend Android erst, weil. Das ist nach Hilfe ruft. Ich werde mit Resident Evil 1 anfangen. Alle Spiele, in denen ich euch so viel wie möglich zeige, alle Spiele, die ich liebe und es keine Blind LPs sind. Und es wird geil, wenn es echt Spaß hat, hoffe ich mal. Und dazu kommt Silent Hill 2, wie ich schon angekündigt habe, auf schwer, mit Rätsel auch auf schwer. Mit meiner optionalen Story-Interpretation und Mirror's Edge, wo ich mir ein Herz gefasst habe und zum dritten Mal schon, ich habe es vorher schon auch schon gemacht, aber doch nur privat für mich. Komm her! Obwohl, ich kill erstmal die Viecher hier. Kommt her, kommt her. Wo ich einen Run auf Hard ohne Waffen mache.
Erstmal das Ding. Aber dadurch, dass ich einen Adapter habe, habe ich jetzt viel mehr Möglichkeiten, auch aus meiner Games Library mal ein paar Sachen zu zocken. Ich muss sagen, Camping geht echt gut. Ich werde wahrscheinlich noch die Black Anode rechts killen, links killen und mir dann den Schmetterling schnappen. Komm her! So. Ah, da kam noch einer von links angelaufen. Oh, zwei? Egal. Ne, dann kriegen wir nachher kein Leben dazu. Scheiß drauf, ich will jetzt Psy-Eis zu machen. Ich hab keinen Bock jetzt mit zwei zu kämpfen. Ich heile mich einfach jetzt. Ganz schnell danach hol ich mir das Ding. Wenn jetzt eh meine Elfen und meine Psy und mein Leben auffüllt, dann kann ich auch ganz kurz meine Psy auffüllen lassen. Bevor es mich jetzt auch so sehr mal berührt. Live up! Danke. Komm her, komm her, komm her jetzt! Nee, ich bekomme jetzt keine PP dazu und das ist zufällig, was ich kriege. Weil vorhin hat es mich eigentlich geheilt, meine ich. Status! Jawohl. Sehr gut. Das ist erfreulich und ich werde jetzt erstmal meine Stats safen. Safe Stat. Ja, dankeschön. Weg da, ist ein Bild um Maus. So. Weiter geht's. Ich hoffe, die Maus ist jetzt in der finalen Aufnahme nicht zu sehen. Ich habe gespeichert, denn hier ist die finale Höhle. Und ich weiß nicht, was uns hinter erwartet. Dam. Dadam, dam. Weiter geht's. Okay. Ja, dich brauche ich ja nicht benutzen. Dich kann ich auf nachher aufheben oder so. Ja, noch mehr Höhlen. Geht's noch nerviger? Stirb bitte. Zack! Wunderbar! So gefällt mir das. Aber okay, das wäre auch ein bisschen wenig gewesen für ein Dungeon. Aber ich finde es kacke, dass ich jetzt kaum zurücklaufen kann. Egal, gehen wir erstmal hier lang. Okay, die Viecher. Ich hoffe nicht, dass es vier. Na, zwei Black Android. Das werde ich auch nicht aussprechen. Ich hoffe, sie sterben jetzt schnell. Na, also. 18 AP der Damage. Und das durch den Normaltag. Ich will nicht wissen, wie viel die mir mit dem Smash-Shield abziehen. Ehrlich. Scheiße, sind die stark. Aber immerhin. Also, die sterben mit einem Schlag, wenn ich drauf ziehe. Aber die selber machen mir auch höchst viel Damage. Wie lange dauert es? Und bis zum nächsten Level Up. No problems here. Nee. Ich will jetzt hier weitermachen. Ich will sehen, wie es weitergeht. Die sind sowieso noch mehr. Also. Was soll ich jetzt hier noch leveln? Ich bin schon noch gelevelt, ey. Fuck! Kam gerade ein Geräusch bei euch rein? Denn das ist wieder mal Kaspersky, was mich schön annervt. Ja, heil dich ruhig, du dumme Schlampe. Ist doch kein Problem. Gehst mal nicht schon genug auf die Säcke. So, jetzt stirb. Wetten, der Slug rechts kriegt mich. Ach. But no one came. Ja, du hast keine Freunde, du Scheißvieh. Keine Freunde in diesem Drecksspiel, jetzt stirbst du auch noch. So, geht doch. You won! Daniel left a present. Inside the present, there was a cookie! Ich will. So nach dem Motto: Oh, du hast mich getötet! Hier, weil du mich gekillt hast! Ein Geschenk mit einem Keks! Cool! Weiter geht's. Komm her. Ah, es sind zwei. Ansonsten hätte ich gedacht, dass der Kampf jetzt sehr schnell zu Ende wäre. Schön jetzt von den Kackviechern. Ich kriege echt die Kritze. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Ich hoffe, du stirbst. Danke. Ich muss meine Psy-Kraft einsetzen, obwohl... Ja, wenn er jetzt ein Smash zieht, er mich tot. Ich lasse es. Ich mach lieber Life Up, ey. Wenn er jetzt ein Smash zieht, dann wäre ich tot. Ja, egal. Ist egal. Ist vollkommen okay. Sofern das Vieh jetzt stirbt, ist es vollkommen okay. Sehr gut. So. Ja, wir sind bei 14 Minuten 30. Und, wenn ihr wissen wollt, was mit diesem ultralangen Seil auf sich hat... an den Messgleich hochklettern will, dann solltet ihr reinschalten zum nächsten Part. Das wird dann Part 10 sein. Level 10, Part 10, wir gehen gleich weiter. Egal. Bis gleich, Leute.